So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Cities Skylines hier auf meinem Kanal, heute wieder bei meiner LP-Map. Bei der Livestream-Map muss ich leider aufgeben, das kann ich euch jetzt so rausblausieren. Habe ich leider aufgegeben und ich sage noch eins im Hintergrund, ist die Waschmaschine an, tut mir echt leid, falls sie ein bisschen nervt. Aber wir beginnen jetzt mal hier ein bisschen und ich habe mir gedacht, jo, Mansi Man. Du hast hier jetzt in letzter Zeit ein paar Sachen angeguckt, ein bisschen ein paar Spiele, blablabla. Wie kann man die Stadt verändern, verbessern und sonst irgendwas? Und zwar will ich was probieren. Wir haben ja jetzt eigentlich gleich die großen Wohngebiete. Das würde ich irgendwie alles irgendwie nochmal extra starten, dass ich hier vielleicht noch die Ecke voll mache. Dann hier unten extra so die Großstadt mache. Vielleicht hier eine Autobahn ausfahren? Ich weiß es nicht, weil ich möchte eigentlich ungern hier die ganzen Verkehr für die große Stadt durchjagen. Aber ich glaube, wir bekommen das schon hin. Da habe ich echt gutes Vertrauen auf uns. Aber wir beginnen erstmal, machen wir wieder hier Geschwindigkeit 2 rein, denn das ist natürlich unsere Spielgeschwindigkeit für die ganz neuen Aufnahmen. Und mir fällt gerade, achso, mein Handy bleibt ja nur so an. So. Meine Leistungsmap habe ich aufgegeben. Was hat denn das zu bedeuten? Es hat zu bedeuten, dass ich einfach gedacht habe, das bringt nichts mehr auf dieser Map weiter zu spielen. Es ist einfach zu schlecht gewesen. Beziehungsweise ich habe die Stadt absaufen lassen. Ja, die Stadt ist abgesoffen. Nicht gerade gut gewesen, aber naja, ihr kennt mich ja eigentlich. Und ihr wisst, wie ich eigentlich drauf bin. Aber man sollte niemals die Menschen verurteilen, so wie sie sind. Stimmt's, liebe Leute? Hoffentlich schlagen die mich jetzt nicht. So. Ja, unsere Stadt hier. Überlegung, wie man das hier am dümmsten weiterbaut. Ha. Also das ist aus und wir haben keinen Platz mehr. Ich würde aber gerne auf die Müllverbrennungsanlage warten und dann entleeren und dann alles Müllverbrennungsanlage verbrennen, bis das Zeug hält. Und eben die Mülltoponie ein bisschen weniger machen. Aber wir haben erstmal ein größeres Problem, wie wir die Stadt jetzt erweitern. Also hier unten wäre natürlich auch noch ein geiles Feld. Also wir kriegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mal noch so ein Feld. 1, 2, 3, 4. Vier, fünf. Vielleicht Nummer 6. Also das wäre dann so unsere Stadt. Sehe ein bisschen komisch aus. Nämlich würde man ich würde mich natürlich auch irgendwie mehr freuen, wenn man so, ich sage jetzt mal, alle Sachen kaufen könnte, aber das geht leider nicht. Dafür brauchen wir erstmal Geld, damit man da drüben unsere größere Stadt machen kann. Das ist ja bloß unser kleiner Mythürenhügel. Das geht dann eben in die große, große Stadt hinein. So. Und ja, die Videos entstehen wieder in kleinerer Proportion. Das bedeutet, ich nehme heute 5 Tage vor, glaube ich, auf. 5 oder 6. Kommt drauf an, welches Video eigentlich als nächstes kommt, aber ich glaube, als nächstes müsste eigentlich Mafia kommen. Das heißt, ich nehme in 6 Tagen vorher auf. Fast wieder eine Woche, also Vergangenheit, Alex, bin ich sehr weit. You know? Ihr wisst, was ich mal sagen möchte. So. Möchte ich aber noch was gucken, bevor wir hier irgendwas kaufen.
Nee, doch, hier oben könnte man... Leider ist es nicht weit. Oh, ich wurde gerade eingeladen, Shellshock zu spielen. Mache ich aber jetzt nicht, weil ich bin gerade in der Aufnahme. Fruchtbares Land, haben wir nicht gerade viel. Industrie. Im Livestream habe ich die Industrie irgendwie größtenteils nochmal auf die Landwirtschaft gelegt. Ist aber leider nicht ganz so gut geworden. Weil dann haben sie gesagt, ja, gehen wir jetzt nur auf die Landwirtschaft, was soll das? Blablabla. Haben wir zu wenig Wasser? Eigentlich will ich ja das hier sowieso wegreißen. Bauen wir noch mal ein paar Straßen rein. Drehen wir kurz weiter. Ja, jedenfalls, ich weiß im Moment nicht richtig, wie oder was macht man jetzt eigentlich hier richtig. So. Wichtig ist, wir wollen zocken, bis der Arzt kommt. Okay, so lang vielleicht auch nicht. Ich muss nämlich heute noch arbeiten gehen. Okay, dann sagen wir mal, zocken, bis der Arbeitgeber kommt. Ja. So, hier machen wir mal Gewerbe. Und zwar gibt es hier noch ein paar Sachen, die man so ein kleines bisschen verbessern könnte. Ist bei dieser Stadt im Moment nicht zu gebrauchen, sagen wir es mal so. Hier ist eigentlich kaum Verkehr. Wir haben eigentlich einen echt guten Verkehrsfluss. U-Bahn, Steuerrichtlinien. Uni. Ah, jetzt kommt die Universität auch noch dazu. Wir haben ja noch nicht mal eine Oberschule. Ja, wir haben eine Oberschule. So. Bauen wir erstmal nochmal das Ding hier hin. Und die Müllverbrennungsanlage ist natürlich jetzt auch noch so eine wichtige Sache. Kann man nur eine bauen, okay. Entlernen. Vielleicht geht das ja alles gleich in die Müllverbrennungsanlage. Das war ziemlich geil. Wir haben aber jetzt eben das Problem, wie wir mit der Stadt jetzt weitermachen. Was haben wir hier für eine Straße? Wir haben hier die größte. Das ist eigentlich so eine richtige friedliche Vorstadt schon. Im Stream baue ich ja sowieso ganz anders. Da mache ich nie durchgehend die Straßen. Da mache ich nur teilweise. Das ist doch schon, nicht produktiv heute. Das ist irgendwie so die Zeit. Ja, da wollen wir mal gucken, was wollen wir eigentlich machen. Der Braterhilfe brauche ich nicht. Braunstrom. Das müsste erstmal reichen. Ja, jetzt legt die Waschmaschine richtig zu, weil man hört's. Aber es muss jetzt sein, dass man wieder aufnehme, weil, wie gesagt, möchte das gerne schon jetzt fertig bekommen, wenn ich alles hier mache. Wir haben noch Strom, dankeschön. Wenn ich hier so eine Autobahnabfahrt mache, also so ein... Aber müsst ihr aber auch von der anderen Seite machen. Weil sonst würden die so hier fahren, hier runter... Hier hin, hier hoch und dann hier rum. Die Straße wird auch überhaupt nicht genutzt. Hoffentlich. Hier staut sich das eben noch ein kleines bisschen. Da können wir, glaube ich, das so machen, dass ich hier... die Ampel rausnehme.
Ja. Es dürfte eigentlich klappen. Also ein Industriegebiet ist ja nicht gerade groß. Wisst ihr was, ich werde hier erstmal verlängern. Ich werde hier doch ein bisschen ausbauen noch. Das bedeutet, das ist ja meine Hauptstraße hier. Ich habe die ganz... Ach nee, hier. Die habe ich. Nee, die habe ich. Mauer verringert Lärmbelästigung. Das ist eigentlich doch schon für die Großstadt gar nicht mal so schlecht. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir jetzt weiter? Kreisverkehr vielleicht? Eigentlich wäre das gar nicht mal so schlecht. Wir verbinden mal kurz hier vorne. Hier vorne machen wir jetzt fertig. Also wir verdienen jetzt unser Geld, kurz gesagt, mit hier vorne fertig. Und bauen dann alles um, um dann ins große Gebiet umzuziehen. Wie gesagt, das mit der Waschmaschine tut mir doch schon leid. Aber ich muss eben das jetzt mal machen. Die Straße ist so groß. Ja. Im Stream mache ich das nämlich so hier. Schön einbahnstraßenmäßig aufbauen. So, Wasser ist so übergelegt. Nein, 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 nein. Das wird doch hier unsere kleine Vorstadt. Da brauchen wir noch keine großen Gebäude. Aber wir brauchen dann noch ein paar Straßen nach hinten, weil im Industriegebiet, weil sonst ist das ja nicht gerade nice. Ja, dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Brauche ich nicht. Noch nicht. Jetzt nicht. So. Gewerbe. Boah, lag mir so. Machen wir hier nochmal Gewerbe hin. So. Hier ist ja sowieso eben nicht so viel los, dann geht das ja so, wie ich das jetzt gerade baue. Aber wir werden eben dann später ein kleines bisschen anders noch bauen. Eben mit Brücken und sowas, sowas Süßes eben. Richtig sweet wird das. Steuern sind so hoch. Da gibt es eine ganz gute Möglichkeit, oder auch nicht. Also bisher sind die Kapazitäten noch gut. Wir sparen jetzt mal auf dem Busdepot. Vielleicht sind die dann ein bisschen fröhlicher. Ich glaube, ich muss trotzdem mit erstmal runtergehen. Mit der Geschwindigkeit kommen wir auch nicht weit. Okay, gut. Nicht genügend gebildete Arbeiter.
Oh, hier brennt sogar gleich zweimal. Oh, hier brennt es irgendwie in der ganzen Stadt. Oh, fuck. Feuerwehr geht rein und das Feuer ist gelöscht. Fünf Jugendliche, ein junger Erwachsener. Und sechs Erwachsene wohnen in dem Haus. Okay. So. 12.000. Wir brauchen 30.000. Haben wir eigentlich noch hier irgendwas da liegen? Haben wir schon mal was gezahlt? Oh, hier läuft noch ein ab. Mir fehlen 30.000. Gut, der läuft noch ein bisschen. Gut. Dann würde ich aber trotzdem sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen Moment nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Nächstes Mal werden wir sehen, ob wir den Busdepot hinbekommen. Hier sehen wir einen Leichenwagen. Restaurant, großer Happen. Ja. Okay. Erstmal einen Leichenwagen hinbestellen. Nächstes Mal werden wir eben in der Großstadt anfangen. Ich werde hier einen Kreisverkehr reinbauen. Obwohl ich glaube ich schon das Geld habe, ja. Und... Ja, ich lasse mir noch was überlegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.